Putzkram ist da. Nur niemand zum Saubermachen. Vielleicht können wir die Miss Antolini doch behalten. Ein Verlängerungskabel. Prima. Ein Verlängerungskabel. Wow, ich weiß zwar noch nicht wofür, aber gut, dass wir es haben. Der Eimer ist bis zur Hälfte mit einem weißen Salz gefüllt? Vermutlich Streusalz. Können wir das irgendwie in die Flasche packen? Nee, sonst haben wir auch nichts. Mit dem Schlauch ergibt keinen Sinn. Aha. Warum sollte das Kellerlicht in Black Mirror Castle auch funktionieren? Ja, warum eigentlich? Eine Steckdose. Ob da Strom drauf ist? Probier's doch mal aus. Ja gut, das ist ja nur das Verlängerungskabel. Das müssen wir dann irgendwo anschließen. Ich nehme an, dass in diesen Fässern Wein lagert. Aber so alt wie hier alles ist, könnte der schon Essig sein. Schnell aushärtender Bauschaum. Extra stabil. Bestens geeignet für Feuchträume. Ich finde das immer so toll, dass er so viele Sachen mitnimmt. Und ich noch keine Ahnung habe, wofür. Das sind Rohrschellen. Sowas wie Kabelbinder aus Metall. Extrem nützlich. Ja, wenn man weiß, wofür, dann auf jeden Fall. Hier ist es finster wie in Mordreds armer Seele. Also da gehe ich nicht weiter. So. Victoria hat ihr Geld sicher nicht im Keller versteckt. So wie in Mordreds armer Seele, ist klar. Das Schloss ist fast abgebrannt. Kein Wunder, dass es überall dreckig ist. Okay, also wir müssen definitiv früher oder später in den Keller. Er sagt aber, er kann sich nicht vorstellen, dass sie das Geld im Keller lagert. Da stimme ich ihm zu, das glaube ich auch nicht. Aber wo lagert sie es dann? Im Topf. Ein leerer Topf? Momentan habe ich keinen... Nee, das haben wir uns schon angeguckt. Die Menhire weisen den Weg, das Buch. Ich glaube, das ist einer dieser... Ich gehe jetzt noch einmal zum Gewächshaus, gucken, ob wir da reinkommen. Und wenn es nicht funktioniert... Boah, die Tür ist ja fast am Rahmen festgerockt. Hier müsste dringend... Okay, das hatten wir schon. Wenn das nicht funktioniert, versuche ich nach Willow Creek zu gehen. Ach, ich kann nirgendwo hin, ne? Ich kann zur Kirche von Wormhill... Ich kann zur Kirche von Wormhill, deshalb gehe ich da einfach mal hin. Vielleicht war das auch gerade super doof von mir, dass ich direkt zum Schloss gegangen bin. Ich weiß es nicht. Ach ja, ach natürlich. Er hat doch gesagt, wir können fragen, wenn Hallo, wir Hilfe Vater. Brauchen. Willkommen zurück, Adrian. Ja, vielen Dank. Ich möchte noch einmal die Geschichte Nein. von Marcus Nein. und Mordred. Sehr gern. Marcus hat's ein dort so. Doch, die Gut, dort ich im Grunde Sie sicher. Auch. Aber war viel oder Danke, Sie haben... Vater. Okay, das ist die Geschichte, die er immer erzählt. Miss Antolini, die Krankenschwester von Victoria. Was wissen Sie über sie? Sie wurde von der Diakonie geschickt. Die haben sehr gut ausgebildetes Pflegepersonal. Kompetent und vertrauenswürdig. Persönlich kannten Sie sie nicht? Ich kenne die Leiterin der Diakonie, Mrs. Paft. Sie ist die Frau des Bruders der Bürgermeisterin, Mrs. Paft, also ihre Schwägerin. Aha. Aber Miss Antolini haben Sie nicht kennengelernt? Ich habe sie ein paar Mal gesehen, wenn ich Lady Victoria besucht habe. Machte einen netten Eindruck. Ich bin der letzte Gordon. Das klingt nach dem letzten Mohikaner. Was bedeutet das denn jetzt eigentlich für mich? Mein Sohn, du musst ja nicht der Letzte bleiben. Es liegt an dir, ob es das Ende deiner Linie ist oder ein neuer Anfang. Also, falls ich mich dazu entschließen sollte, katholischer Pfarrer zu werden, dann wäre es wohl eher das Ende. Das kannst du dir ja noch überlegen. Dein Erbe ist ja nicht nur spiritueller Art, sondern auch materieller. Da wäre das Black Mirror-Anwesen zu verwalten, vermutlich auch das in Wales. Eine große Verantwortung, aber auch ein großes Geschenk. Und wie sieht es mit Ihrer Kirche aus? Die wurde doch von Marcus Gordon erbaut. Dann gehört sie wohl jetzt auch? So groß ist das Geschenk nun auch wieder nicht. Marcus Gordon ist zwar der Erbauer, aber er war auch ein treuer Sohn der Kirche.
und gab immer alles an sie zurück, was er von ihr bekam. Die Kirche von Warm Hill gehört allein sich selbst. Und natürlich den Menschen hier. Okay. Danke für die Hilfe. Der Herr möge dich auf den... Ja, das sagt er auch immer. Was mir gerade eingefallen ist, wir haben die Visitenkarte des Notars. Vielleicht kann der uns irgendwie weiterhelfen. Das Problem dabei ist, dass wir den irgendwie anrufen müssen. Und wir kommen ja nicht nach Willow Creek. Ich spreche jetzt nochmal mit ihm. Ich lasse ihm vorerst seine Ruhe. Oder auch nicht. Okay, komme ich immer noch nicht hin. Und was ist, wenn ich einfach diese Straße hier vorne nehme? Oder ich gehe zur Hütte. Wobei, was soll ich da? Aber ich kann ja mal eben gucken. Vielleicht ist Ralph wieder in seiner Hütte. Ah, cool. Okay. Bitte keine böse Überraschung. Der ist nicht hier. Ich bin es, Darren. Ich hab dich aus diesem Keller befreit. Und damals bei der Ruine habe ich dir eine Flöte geschenkt. Weißt du noch? Ja, Darren. Aber ich hab sie kaputt gemacht. Ich wollte das nicht. Ach, ich mag den. Sag mal, Ralph, bist du schon mal der weißen Frau begegnet? Ich kenne viele weiße Frauen und Männer. Die haben Kittel an. Die haben Nadeln und Messer und stechen damit. Die sind böse. Und hier im Wald? Gibt es da auch weiße Frauen? Eine, ja. Die läuft hier herum und sucht jemanden. Aber Mr. Buddy findet sie nicht. Den verstecke ich. Wie geht es dir, Ralph? Mr. Buddy hat ein Auge verloren. Wie lange warst du denn in diesem Keller eingesperrt? 100 Jahre. Aha. Was? Ich hatte nämlich gerade so die Idee, kann es nicht sein, dass Ralph, der dieses besagte Kind ist, aber ich glaube, das wird ja zeitlich überhaupt nicht passen. Ich meine, nee, das passt ja zeitlich gar nicht. Das wäre Quatsch, oder? Ich lasse Ralph erstmal seine Ruhe. Okay. Bloß nicht berühren, sonst fällt alles zusammen. Eine Regentonne dürfte hier immer gut gefüllt sein. War vielleicht früher mal eine Försterhütte. Jetzt ist es Ralphs neuer Unterschlupf. Auf jeden Fall besser als der Wellblechverschlag an der Akademie. Ja, okay, aber das hier bringt uns gerade auch nicht weiter. Schleifspuren. Oh. Angeblich hat Murray mich hier weggeschafft. Ich kann mich aber an nichts mehr erinnern. Schön, dass er das jetzt erst entdeckt. Ich wollte aber eigentlich... Ach, dieses Inventar, ne? Ich wollte zurück zur Straße. Aber wenn wir auf der Karte nicht nach Willow Creek kommen, dann höchstwahrscheinlich hier auch nicht. Oder? Ich hab momentan keine Lust, mit irgendjemandem aus dem Dorf zu sprechen. Aber wir haben doch im Schloss auch kein Telefon. Ist was im Briefkasten? Ich glaube, der Postbote war schon da. Schauen wir mal nach. Oh, die Zeitung, wo er drin Dein ist. Ein Brief und die Zeitung. Ja. Brief an Adrian Gordon. Ein Brief an mich? Seltsam. Dabei bin ich doch gerade erst eingezogen. Des Hüters dritte Tugend sei Barmherzigkeit. So wie das Wasser jeden Tropfen aufnimmt und zu einem mächtigen Ozean heranwachsen lässt, so soll jeder Hilferuf gehört werden und ein Meer von Antworten finden. Aha. Schon wieder so eine kryptische Nachricht. Nein, danke. Die letzte hat mich direkt in die Fänge eines Irren getrieben. Oh, das Bild von mir. Das ist das, was ich für Murray gemacht habe. Oh Mann. Dieser... Ah, kriegt wohl nie genug.
will nicht wissen, was er der Zeitung dafür abgeknöpft hat. Naja, mal lesen, was hier steht. Black Mirror Castle hat einen neuen Schlossherrn. Wie sich herausgestellt hat, ist der junge Amerikaner Darren M., dem der Vorwurf der Brandstiftung bisher nicht nachgewiesen werden konnte, der letzte Nachfahre der Gordon-Familie. Na klasse. Spätestens jetzt denkt jeder, dass ich mir mein Erbe erkokelt habe und, was noch schlimmer sein dürfte, dass ich reich bin. Ich schmeiße die Zeitung weg. Okay, mach das. So, der Zettel mit zweiter Botschaft. Ist das irgendwie ein Hinweis? Also ich bin jetzt immer noch auf dem Trichter, dass ich irgendwie das Geld finden muss. Und auch ein Telefon, um eventuell den Notar anzurufen. Das ist Greg. Er schaut Steve bei der Arbeit zu. Aha. Hi, Greg. Hey, Adrian. Haben Sie die Finanzen geklärt? Nein. Nein, noch nicht. Sie wissen ja, wo Sie mich finden. Ach, Mann. Warum liegen in der Bibliothek eigentlich die ganzen Bücher kreuz und quer im Raum verteilt? Da müssen Sie Miss Antolini fragen. Die hat sich da öfter eins gegriffen. Hatte anscheinend nicht viel zu tun. Hat ständig gelesen. Diese Miss Antolini, wo ist sie überhaupt hin? War nicht einmal zur Beerdigung da. Was weiß ich. Ist wohl wieder ins Kloster zurück. Fragen Sie doch mal den Pfarrer. Der spielt im selben Verein. Und von ihr haben Sie den Auftrag bekommen, das Schloss zu renovieren. Richtig. Hat uns abgeworben. Waren vorher beim alten Murray für einen Hungerlohn. Hier bekommen wir das Doppelte. Aha. Und woher hatte sie das Geld? Na, von der alten Lady Victoria. War ja schließlich ihr Schloss. Wie kam diese Miss Antolini dazu, die Handwerker abzuwerben und die Bauarbeiten zu leiten, wenn Victoria mit ihr angeblich kein Wort sprach? Es ist mir sowieso schleierhaft, wie das mit dem Geld geregelt wurde. Auf dem Familienkonto sind gerade mal 100 Pfund. Moment mal. Vielleicht hatte sie auch nur einen Teil auf der Bank. Alte Leute bewahren ihr Vermögen gern zu Hause auf. Unter Kopfkissen oder in der Matratze. Aber hatten alte Schlösser nicht auch eine Schatzkammer? Unten im Kerker? Ein Berg voller Gold und Edelsteine? Meistens mit einem feuerspuckenden Drachen als Wächter. Hey, alles klar. Na, dann aber... Was? Ja. Ich habe mir gerade Gedanken über ihr Gehalt gemacht. Hoffentlich kommt da etwas bei raus. Ich habe keine Lust, wieder bei Murray anzuheuern. Ja, ich regel das schon. Sie haben hier im Schloss nicht zufällig eine Schatzkammer entdeckt. Wären wir dann noch hier? Vergessen Sie die Frage. Diese medizinischen Geräte in Victorias Zimmer, werden die irgendwann abgeholt? Davon gehe ich aus. Sind vermutlich nicht gerade billig. Das wird sich die Diakonie sicher zurückholen. Im Keller gibt's kein Licht. Ist bekannt. Vorerst wird das auch so bleiben. Das Löschwasser hat den ganzen Keller geflutet und dort unten liegen überall Stromkabel. Viel zu gefährlich. Ah, okay. Steve, der fleißigere von den beiden Handwerkern, möchte zu gern wissen, warum er Löcher in mein Schloss bohrt. Hey, Steve. Oh, endlich hört das Brummen mal auf. Vielen Dank, Steve. Ja? Warum bohren Sie Löcher in das Schloss? Ganz einfach. Das Löschwasser hat den Grundmauern ganz schön zugesetzt. Sie haben sich wie ein Schwamm vollgesogen. Wenn wir die Feuchtigkeit nicht aus den Mauern bekommen, fängt das ganze Schloss an zu schimmeln. Und durch die Löcher läuft das Wasser ab? Kann ich mir nicht vorstellen. Natürlich nicht. Die Löcher bohre ich für diese Kartuschen hier. Da ist eine Flüssigkeit drin, die im Mauerwerk kristallisiert und damit das Wasser bindet. Aha. Aha, das ist bestimmt später noch wichtig. Arbeiten Sie für umsonst? Nee. Nein, Sir. Aber im Gegensatz zu Greg glaube ich, dass Sie genug Geld haben. Haben Sie doch, oder? Ich besitze ein Schloss, oder nicht? Natürlich. Ich meinte ja nur. Es gibt doch in letzter Zeit immer wieder Geschichten über verarmten Adel. Und das Schloss sieht auch nicht mehr so frisch aus. Ach, ich kümmere mich schon drum. So, er hat vorhin gesagt, alte Leute bewahren ihr Geld gerne unter Kopfkissen oder in Matratzen auf.
Und wir haben ja schon Matratzen gesehen bei Robert im Zimmer. Die Frage ist nur, wie ich die einschneiden kann. Ich habe das Skalpell leider nicht mehr. Eine Matratze scheint mir doch etwas untypisch für ein versteckter Gurt. Okay, also geht es wirklich um eine besagte Schatzkammer? Ja, wirklich? Ich habe echt im Moment wieder keine Ahnung, was ich tun soll. Ja, die Maniere. Jetzt nochmal zurück zur Kirche ist auch sinnlos. Ich meine, wir können ihn nur nach der Miss Antolini fragen, aber ich weiß nicht, ob er uns da viel mehr sagt, als wir schon wissen. Oh, Waffen. Oh, schöne Zweihänder mit geschliffenen Stahlklingen. Lieblos an die Wand gedübelt und auch noch neben einem ordinären Morgenstern, wie ihn nur Räuber und Gesindel schwingen. Wer immer diese Waffen hier aufgehängt hat, hatte keine Ahnung davon. Oh Mann, Adrian. So, ich glaube, ich werde an dieser Stelle mal eine Aufnahmepause machen. Erstens, weil ich schon so lange aufnehme. Zweitens, weil ich gerade wieder keine Ahnung habe. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns gleich oder in der nächsten Folge wieder. Tschüss!